Und herzlich willkommen zurück. Ach ja. Übrigens ist das auch die letzte Folge, die letzte Woche. Die letzte Woche, genau, mit 4 Folgen pro Tag. Nach der Woche geht es wieder mal weiter mit dem Creative Let's Play. Aber dann auch wieder, ne, dann noch mit der angedachten Menge von 2 Folgen pro Tag. Das mit den 4 Folgen pro Tag war ja bloß ein kleines, ne? Zum Anfang, um am Anfang ein bisschen mehr einzuheizen hier. Ja. So. Dann wollen wir mal ein bisschen hier ein bisschen Stein reinladen. Das Ganze hier mit ein bisschen Braunkohle anheizen und dann hoffen wir mal, dass das hier wird. So. Wir brauchen erstmal unsere Axt. Ach ja, die Axt ist ja kaputt gegangen. Oh Gott, ich brauche. Oh Gott, Alter. Okay, ich suche erstmal hier weiter. Stein. Am besten hier kann man schön bauen, ohne dass jemanden auffällt. Ja, natürlich hoffen wir die Diorite. Och, komm jetzt ernsthaft. Verpiss dich mal bitte. Meine Fresse. Auch schon wieder, sag mal. Und dass ich bitte auch tot. So. Sehr schön. Wo ist die Sonne? Hoch am Himmel. Sehr gut. Haben wir noch ein bisschen Zeit hier? So, wir brauchen noch mal ein paar Stöcker hier. Hallo? Keine Rüstung? Stöcker. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit die Rüstung dabei? Egal. So. Nummer 1, Nummer 2. Nummer 3, Nummer 4. Sehr gut. So, die Frage ist, wie viel Gestein brauchen wir halt noch? Das ist echt die Frage. Ich meine, der Fußboden an sich ist ja fertig. Ich hätte aber gerne unten halt noch so eine Brickstone umrandung. Deshalb brauche ich halt Clean Stone. Und dann brauchen wir jetzt natürlich auch noch Cobblestone so für Werkzeuge etc. Also an sich werden wir schon so ganz schön Eisen brauchen. Stein. Deswegen nehme ich mal einfach meine Ladung mit hier und dann. Gucken wir mal, dass das passt. Schöner, klarer Himmel, sehr gut. So. Halten wir erstmal. So, als allererstes muss hier das Holz weg. Achso, warte mal ganz kurz. Wenn das Haus eh verschoben wird, dann ist das Ding ja auch falsch. Hätte ich also gar nicht hinsetzen brauchen. Ach, und ich habe die falsche Reihe. Die Reihe hätte da bleiben müssen. Die hier muss weg. Oh, Alter, ist hier schon wieder ein Träumchen.
So. Das bitte weg. Und hier haben wir alles weg. So, jetzt kommt hier die Erde raus. Hier außenrum auch. Hier auch. Mann, oh Mann, die halten ja echt nicht sehr lange. Bist. So, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Und ich brauche eine neue Schippe. Her damit, her damit. Wunderbar, wunderbar. So. Haben wir die wunderschöne Landzunge, die auf einer Ebene ist. Also, ne, schön eben ist. Können wir auch ein wunderschönes Haus drauf bauen. Cleanstone ist noch, naja, nicht wirklich für weit. Ich packe mal hier nochmal vier rein und füge mal nochmal. Ja. Haben wir hier welches? Oh, ja. Wisst ihr was? 1, 2, 3, 4. Immer Rinder. So. Cobblestone, her damit. Naja, Cobblestone und Erde sind die wohl so sind die wohl wichtigsten Ressourcen überhaupt. So, es kann da alles schön aufgebaut werden. So, für den Rest brauchen wir erstmal entsprechend Cleanstone, was wir jetzt hier schön verarbeiten können. Ja, natürlich, war klar, dass uns einer fehlt. Ich hasse dich. Her damit. Da, 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 da. So. Fubada. Hallo. Achso, siehst du, klar. Die Ecken können wir eigentlich lassen. Bei den Ecken soll dann später Holz hin und das Holz soll natürlich auch dann durchgängig sein. Müll im Inventar. Apropos Müll. Weg mit dir. So. Hier kommt wieder ein Baumstamm hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6 Baumstamm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Fünf, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wunderbar. Das reicht sogar. Sehr schön.
du da rein. Jetzt brauchen wir das Holz. 1, 2, 3. Wie machen wir das Haus eigentlich? Ich würde mal sagen, wir machen ein schon hohes Haus. Das heißt, eine Wohnraumvorhöhe von, ja doch, 5 Blöcken können wir machen. Das heißt, wir brauchen so eine 2, ne? Ja, und 2. Ach, leg mich, komm, ab mit dir. So. 1, 2, 3, 4. Haben wir 5 Stück insgesamt höher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was? Was ist richtig? Das sieht falsch aus. 1, 2, 3, 4. Doch, richtig. Ah, haben wir doch schon ein schön großes Haus. Den Umständen entsprechend, viel mehr Platz haben wir ja hier nicht. Gut, so könnt ihr vorne jetzt sogar noch einen, so ein, ja, ich sag jetzt mal Sektor hinzufügen. Aber andererseits von der Wohnfläche reicht das hier eigentlich schon komplett aus. Andererseits... Ne, komm, hier hinten machen wir später so einen Garten hin. Oh, und es wird schon wieder dunkel. So. Du kannst ja langsam aufhören. So. Eine wunderschöne Nacht. Ja. Morgen, Kameraden. So. Ach, ja. Okay. Nee, die Räusche jetzt gleich. Ich werde wieder ein bisschen ausrümpeln. Welche Scheiße habe ich dabei hier? So, wir brauchen Holz. Nicht gerade wenig. By the way, brauchen wir auch Sand. Okay, komm. Solange wie es jetzt gerade hell ist, gehen wir mal los und suchen mal ein bisschen Sand. So. Wieder ein Stück Gammelfleisch essen, tut immer ganz gut. Wir sind noch nicht mal vergiftet. Ja, und jetzt auch Lehm. Sehr schön. So, Zuckersand können wir leider immer nur oberirdisch abbauen. Das heißt, wir müssen irgendwo hingehen, wo wir es nicht sehen. Da, hier hinten zum Beispiel ist ein prädestinierter Ort dafür. Wow. Das ist eine Wüste. Stimmt, wir haben hinten eine Wüste. Wow, hätte ich gar nicht hingehen müssen. Egal. Jetzt sind wir hier. So. Und die erste Schaufel ist schon kaputt.
So, sollte reichen. So viel Glas brauchen wir auch wieder nicht. Siehst du, wo ich gerade die ganzen, ne, die ganze Zeug hier sehe? Wir könnten auch mal unsere Kaktusdinger anpflanzen hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Kaktus und so. Ich meine, wir alle wissen aus meinem Kreativ-Server Let's Play, dass Kaktus selten ist. Was? Wollte ich auch so nah dabei stand. Na klar, macht doch Sinn. So, leck mich. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Zuckerwand. Das können wir verwenden, um hier gleich mal wieder ein bisschen Glas zu machen. Da. So, Kohle. Ich mache mal erstmal zwei Stück, sollte reichen. So, wo ist die Sonne? Die Sonne ist noch nicht mal am Dingsbums da. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Dann tun wir mal hier vollenden. Hier machen wir wieder. Ah, ne, die Wand mache ich mal massiv. Damit wir es hier beim Schlafen immer schon dunkel haben. Ja, wie klingt denn das Bett? Ist ja schlimm. Soll ich mal sagen, die Wand hier mache ich auch komplett massiv, damit das unsere Schlafecke. So, und hier mache ich es aber ein bisschen lichter. Ich könnte hier auch eine komplette Glasfront einfach drin reinmachen. Warum eigentlich nicht? Mache ich auf den beiden Seiten jeweils eine richtige komplette Glasfront. Hier mache ich aber ein normales Fenster rein. Das dürfte vollkommen ausreichen. Das Bett kommt dann hier hinten schön in die Ecke rein. Hier ist so schön dunkel. Am besten machen wir richtig schön so. Und hier machen wir noch so eine Trennwand, wobei das ist schon vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Oh doch, können wir machen. Können wir so einen kleinen abgeschotteten Raum hier machen. So, haben wir so ein schönes Bett. Easy. So, hier vorne haben wir eine richtig schöne Lichtung. Das heißt, die drei Wände hier vorne sind alles so mit großen offenen Fenster. Auch wenn ich gerade gar nicht weiß, ob wir damit dafür überhaupt genug Glas gemacht haben oder ob es dafür nicht doch ein bisschen zu knapp war. Werden wir dann sehen, wie es soweit ist. So, wapada. 32. Ich glaube, das ist viel zu wenig. Ja, wir haben 4x4. Das ist also hart zu wenig. Dann mache ich mal nochmal hier so. Wie viel habe ich jetzt gemacht davor? Ist auch egal, Rinder mit euch. So. Da, 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 da.
Oh, das ist sogar 5 hoch. Oh Gott. Oh. Ja. Bei Mildclo geht das Glas leider verloren. Wenn man es kaputt macht. Da müssen wir also ein bisschen sorgfältiger arbeiten hier. Wobei ich persönlich war ja sorgfältiger. Das Problem war ja, dass, wie gesagt, ab Mindset Version 5 das mit dem Zielen nicht mehr so funktioniert. Wenn ich irgendwo hinziele, dann ziele ich in Wirklichkeit ein bisschen weiter daneben. Und ja, ist natürlich, wenn man nur eine ganz kleine Fläche zum Anbauen hat, fällt das natürlich direkt auf. Ganz klar. Nein, da. Dankeschön. Das sollte jetzt aber noch für fast reichen. So. Dann haben wir definitiv genug Glas erstmal. Das Rest lassen wir erst dann mal. So. Wie lange nehmen wir schon auf? Oh, warme Zeit haben wir ja noch. Ganz, ganz viel Zeit. So, da haben wir schon mal eine eigene schöne Behausung. Ich weiß übrigens noch nicht, wie ich das jetzt hier wirklich aufnehme, ob ich wirklich jetzt hier 4 Folgen pro Woche, pro Tag raushaue. Ich muss noch gucken, wie viel ich produzieren werde jetzt hier. Gute Frage. Was? Oh. Oh, wir haben gar keine Tür. Gut, mache ich hier die Tür rein. Schön mittig. Passt auch. Da fällt mir ein, wenn wir eine Tür haben, brauchen wir auch noch eine Treppe. Würde ich mal sagen, du kommst raus. Ja, ich mache jetzt eine nach innen verlegte Tür. Und die Tür kommt dann da rein. Perfekt. Easy. Geil, Tomato. Sehr schön. Auch von außen sehr schön. So muss das sein. Und ja, wir brauchen nochmal Glas. So, dann brenn mal, mein Brennmeister. Wo sind meine ganzen Kisten eigentlich? Müsste ich nicht viel mehr Kisten haben? Ah ne, Quatsch, wir haben ja hier 2 hingebaut und wir hatten ja nur 4 Stück. Alles gut. Mein Fehler. Mein Gedenkfehler. So, kommen noch 3 Glas, dann haben wir es doch hier fast geschafft. Das dauert auch immer. So, wir nehmen euch mal gleich mal mit hier. Ich weiß auch nicht, was man jetzt hier mit Kaktus machen kann. Gerichte oder sowas kann man aber auch daraus nicht machen, soweit ich weiß. Kaktus. Ach, okay, nur Farbe. Okay. Immerhin. So, sehr schön. So. Lalalalalala. Dankeschön. So, dann bauen wir dich auch gleich mal ab hier. Alter, dieser Hund, ey, hat mich krass voll erschreckt.
Und die Kiste brauche ich später auch ab. So, Glas. Wo ist Glas? Achso. Da ist Glas. Perfekt. Das Haus ist fertig. Also, der Grundriss. Dach fehlt noch. Einrichtung fehlt noch. Also, das ist quasi einfach alles. Aber wir haben halt jetzt zumindest immer schon. Ne, hier Penfir. Ich sehe, ich könnte auch noch eine Tür hinmachen. Easy. So. Das hier bleibt. Dann nach oben bleibt es offen. Oder sieht es überhaupt gut aus, wenn ich es nach oben offen lasse? Ne, komm, wir machen da mal ein paar Slabs. Die Werkbank ist da. So, mit dem Weg, die Werkbank zu stehen, stehen zu haben, ist natürlich auch eine scheiß Idee. Ich mach das mal hier hin. So. Genau, kommt mich genau darüber in der Ofen. Ne, keine Ahnung. Lassen wir erstmal. Genau, Slabs. Ich wollte Slabs bauen. Ja, da habe ich da eigentlich vollkommen aus. So, geht das jetzt? Ja, perfekt, es geht. Tada, schon noch wieder so kleine Schlafmulde. Easy, kann man richtig schön. Das Bett ist blockiert? Ach, weil das hier das ganze Block zählt. Och nö. Das ist ja jetzt traurig hier. Mann, meinte es, warum machst du diese? Oder vielmehr mein Klon. Warum machst du diese? Aha. Sehr schön. Naja, ist halt ein bisschen höher. Mal gucken, wie es von außen aussieht. Scheiße. Gut, das heißt, wir brauchen nochmal 6 Stück. 1, 2, 3. Dann klatsche ich wieder da auch nochmal schnell rein hier. Weg mit dir. Und es wird dunkel. Kümmert uns jetzt nicht mehr, denn wir haben ja jetzt ein Dach im Kopf. Na gut, also. Ja, das eher weniger, aber wir haben zumindest schon mal. Die 4 Wände hin zur Seite sind schon mal gesichert. Und da auch Griefing deaktiviert ist, können Endermänner hier auch nichts wegnehmen. Weil Endermänner sind ja nach wie vor extrem tollwütig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gefixt wurde, dass sie ein bisschen weniger rumtragen, aber auf jeden Fall, ne, kennen wir es ja noch von früher, wo die ganz schön viel rumgetragen haben. Was mir gerade noch einfällt, die haben eine Fackel hier mitnehmen. Die können wir drinnen im Haus besser gebrauchen. Wobei hier außen können wir ja mal 2 hinmachen. Also hier so, hier. So. So, dann haben wir hier nach außen ein bisschen Licht. Aber sonst brauchen wir hier draußen kein Licht. Warum haben wir eine ungerade Anzahl an Fackeln? Ach nee, doch, wir haben genau 16. Eine ist ja da unten irgendwo in der Höhle drin. Von daher haben wir außen noch 2 Fackeln, also haben wir insgesamt 3 Fackeln verbaut. 13 in der Hand, also haben wir 16 Fackeln. Passt genau. Oh! Jetzt weiß ich gar nicht, ob auf dem Boden hier Monster spawnen. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Das wäre echt ein bisschen scheiße, wenn sie Monster spawnen würden. Na gut, dann müssen wir die Wohnung später echt ein bisschen ausleuchten. Hauptsache drin haben wir hier unsere Ruhe. Ist doch ganz geil. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir für diese Folge auch genug gespielt. Wunderschöner. Oh, der umfällt noch für das Fenster.
Wunderschöne Optik, by the way. So, perfekt. Füll noch ein Fenster? Nee. Ach ja, schon wirkt das Ganze auch viel, viel lebhafter und so. Easy. Wie gesagt, Dach fehlt heute noch. Da pisst es jetzt rein, wenn es pisst. Aber Hauptsache, ne, wir haben halt immerhin schon einen Rückzugspunkt. Also wenn es regnet oder stürmt oder alles. Aber hier, ne, können wir uns schön aufs Bett hinsetzen und dann ausharren. Ist doch ganz geil. Ah ja. Schön, schön. Aber auch keine Monster rumlaufen. Weder Zombies noch sonst irgendwas. Ja, Sakrileg. Da ist ein Pferd. Ich weiß, man sieht auf YouTube wahrscheinlich gerade einfach mal gar nichts. Ist mir auch gerade egal. Komm, wir machen mal Folgenpause hier. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mal wieder. Und dann, genau. Bis dann.